Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replays. Heute hier wieder in einem Ladder Match, aber mal in einem TVT. Ich glaube, das hatten wir sehr selten. Deshalb habe ich mir das heute nochmal rausgesucht. Und zwar hier auf der Map Dämmertürme, links unten gespawnt. Es ist der blaue Terraner. Es ist Kveien, der immer sehr schön seine Replays hochlädt auf der Seite, wo ich mir die Replays immer besorge. Aktuell sind es wirklich sehr wenige, die neu dazu sind, einfach weil natürlich die Dreamhack jetzt ansteht und die Leute ihre Builds nicht verraten wollen. Ich denke, nach der Dreamhack werden wir ein bisschen mehr zu casten haben oder ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen hochwertigere Matches, aber Matches, in denen es um mehr geht und nicht hier Ladder-Matches von zwei normalen Ladder-Spielern halt, die natürlich auf hohem Niveau spielen, keine Frage, aber sicherlich nicht auf diesem Dreamhack Top 8 Niveau oder so. Ja, auf der anderen Seite ist auf jeden Fall vom Team PsyStorm, heißt es, glaube ich, ne? PsyStorm Gaming, genau. Es ist Sugar. Tut mir jetzt sehr leid, dass ich dieses Team von Kveien nicht kenne. Exile 5 heißt es auf jeden Fall. Wer kennt es nicht? Naja, wir haben auf jeden Fall exakt den gleichen Bild bei beiden. Hier gibt es allerdings zwei Gas. Ach ja, gibt es auf beiden Seiten. Es gibt auf beiden Seiten zwei Gas. Wir sehen hier, die Barracks ist noch nicht mal fertig und beide Gas meinen. Schon hier haben wir zwei im Gas, da drei. Auf der anderen Seite haben wir drei und drei. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Gas entkommen. Das sollte sich hier auch bemerkbar machen. Genau, da sehen wir es. So, ja, ich denke, im Durchschnitt 30 mehr haben wir hier auf der einen Seite. Dafür natürlich ein bisschen weniger entkommen, was die Mineralien angeht. Es kommt hier ein Reaper, auf der anderen Seite kommt ein Marine, kein Reaper. Also zwei Marines logischerweise schon, weil die Marines natürlich eine wesentlich kürzere Bauzeit haben. Das ist also die erste Differenz. Dann haben wir hier allerdings von beiden Seiten die Factory, von beiden Seiten wieder ein Depot, beide Seiten SCVs. Ja, und hier gibt es halt nur weitere Marines anstatt des Reapers. Ich denke, jetzt wird hier auch ein... Nee, es sollen zwei Reaper kommen, okay. Das wird das Ganze hier nicht gescoutet. Der hat erstmal nach Proxys gescoutet, oder was? Ja, aber auch nicht so richtig. Ne, er hat einmal rüber gescoutet. Okay, alles klar. So, der Reaper kommt jetzt also rüber. Nein, ich will nicht den Felsen mehr angucken, sondern natürlich den Reaper. Halen gibt es auf der anderen Seite. Beide Seiten mit einem Starport unterwegs und hier ein Tech Lab, also möglicherweise Banshees oder Liberator mit Upgrade. Wahrscheinlich eher Banshees. Wir schauen uns das Ganze mal an. Erstmal soll es hier aber ein Panzer... Ne, ein Cyclone soll es geben. Okay, ein Cyclone, interessant. Ich denke, mit den Reapern wird hier Sugar nichts mehr anfangen können, denn die können natürlich nur hier hochspringen und da stehen sehr, sehr schön die Marines verteilt. Es ist sehr riskant, da hochzuspringen. Wir können ja mal einmal schauen, wo sind denn die Reaper gerade? Beide sind hier. Ich möchte also jetzt hier nochmal kurz poken. Oder nicht? Ich glaube jetzt auf jeden Fall einen Scan. Wo das denn? Hier rein. Wir sehen leider die ganzen Markierungen wieder nicht, weil das hier nur ein normales Ladder-Match ist und die deshalb da nicht gespeichert werden. Hier blinkt es aber auf jeden Fall. Da wurde jetzt der Reaper angegangen, der eine hält ihn auch. Der Reaper ist down, es gibt jetzt gar keinen Reaper mehr, ne? Das sind beide gefallen, genau. Und jetzt geht es hier rüber von Kveien. Mal schauen, ob hier Sugar eine Antwort dagegen hat. Wir haben auf jeden Fall hier einen Tech Lab an dem Starport. Auf der anderen Seite kommt jetzt ein Liberator, hier wurde was abgerissen, ein Maschinendock kommt dazu, interessant. Und eine Echse von Sugar. Das ist auf der anderen Seite noch nicht der Fall. Hier fehlt die Echse noch vollständig. Dafür geht es jetzt hier allerdings rüber. Das Cyclone lockt hier natürlich wieder schön an. Hat allerdings keine Vision hier nach oben, logischerweise. Und ist jetzt schon sehr, sehr angeschlagen. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Cyclone. Cyclone gegen Cyclone jetzt. Der eine schießt, der andere nicht. Okay, jetzt wurde er sehr schön eingeladen. Sehr gut gemacht von Kveien, das muss man sagen. Stim gibt es natürlich noch nicht. Das heißt, da können jetzt nicht irgendwie Ramp hochgestimmt werden oder so. Allerdings werden hier die Marines geheilt von dem Medivac. Auf der anderen Seite wird der Cyclone geheilt durch die SCVs. Und hier kommt jetzt ein Raven dazu. Keine Banshee, okay. Den möchte er also wahrscheinlich eher defensiv spielen und selber was haben, falls Glück Banshees auf der anderen Seite kommen. Das ist aber nicht der Fall. Hier fehlt das Tech Lab. Dafür wendet er alle seine Einheiten wieder rüber. Und wir sehen hier den Drop, der hier einschlagen soll an der Echse. Greift hier die Echse an. Dann muss jetzt aufpassen, okay, der Cyclone hat auf den Marine gelockt, nicht auf das Medivac. Sonst hätte das Medivac vielleicht bekommen können. So allerdings auf keinen Fall. Ja, und jetzt ist hier der Cyclone, Liberator, weitere Marines. Das soll hier auf jeden Fall Gepressure geben. Erster Tank jetzt im Bau, aber bis der durch ist, das dauert noch. Liberator sieht jetzt, aber wird hier eigentlich rausgenommen und hat zu wenig Schaden produziert. Und es sieht so aus, als würden hier alle Einheiten von Kveien down gehen hier. Rettet nochmal zwei Marines im Medivac. Der kommt auch weg. Wir haben hier gesehen, ein automatischer Geschützturm.
vom Raven. Die brauchen, also die halten ja jetzt nicht mehr so lange. 7 Sekunden. Früher haben sie irgendwie ewig gebraucht. Ich glaube fast 2 Minuten oder so. Das hat man ja dann irgendwann geändert. Glücklicherweise. Aber ich kann mich noch erinnern, früher als One-on-One immer gespielt wurde, das war schrecklich. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter auf das Spiel hier ein. Da wurde der Panzer rausgenommen. Das hat er sehr gut gemacht. Wir haben jetzt hier noch einen Panzer von Sugar. Und der nimmt hier wunderbar die Sachen raus. Wir sehen hier, er hat weniger Supply theoretisch, aber macht hier trotzdem sehr viel Druck. Was man allerdings sagen muss, ist natürlich, dass hier die Echse gerade erst fertig geworden ist. Sie wird kaum gemeint, während hier schon ziemlich viele Worker arbeiten. Da ist jetzt der nächste Panzer. Liberator ist auch wieder da. Wird jetzt hier gesetzt und sollte jetzt den Panzer rausnehmen können, denn da ist kein Medivac, um den zu retten. Allerdings greift hier ein Marine wunderbar diesen Liberator an und der kann sich gerade nicht wehren, weil er da blöd weh steht. Jetzt kommt auch noch ein Geschützturm dazu und es sieht so aus, als könnte hier beides down gehen, wenn er jetzt nicht aufpasst. Das Medivac wird auch down gehen, wenn er nicht aufpasst. Okay, hat sich so gerade hier außer Reichweite des Geschützturms zurückgezogen und der Marine war gestorben. Wir sehen jetzt hier einen Panzer, der wieder rauskommt. Auf der anderen Seite ist der Panzer wieder dazugekommen. Sehr schön Nonstop Aggression hier, aber wir müssen mal zwischendurch einmal aufs Income schauen. Da ist immer noch Sugar vorne, das heißt, über kurz oder lang wird er das hier wohl halten. Wir sehen hier auch 6 SCVs mehr und ein gutes Follow-up. Vikings kommen dazu, um hier natürlich die Vision zu denyen, das Medivac rauszunehmen oder halt auch Liberator, falls wir hier dazukommen. Jetzt zieht sich allerdings hier Cavalian zurück, erforscht Stim. Es sollen weitere Marines kommen, deshalb haben wir hier einen Reaktor an der Barracks im zweiten. Panzer, denke ich, werden auch welche gebaut. Auf der anderen Seite haben wir auch Stim in der Forschung. Wir haben sogar ein bisschen weiter. Wir haben Tanks, wir haben Medivacs und wir haben bestes Income. Der Vorsprung ist allerdings gleich geblieben. Jetzt sind es noch 5, aber gut, es werden wieder 6 sein. Genau, 6 Arbeiter ist der immer vorne, weil die Hexe halt früher war. Inzwischen kann allerdings auch natürlich Quellen immer 2 gleichzeitig produzieren. Ich verwechsel das hier immer. 3 Mules, deshalb sollte er im Income gerade eigentlich ganz gut mithalten können, beziehungsweise vorne sein, ja. Aber jetzt ist der eine Mule weg. Beziehungsweise jetzt. Denn man hat ja immer nur 2 gleichzeitig. Und dann sollte sich das Ganze auch erledigt haben. Ja, wir sehen hier, supply-mäßig sind beide gleich im Army Supply Excavator ein bisschen vorne. Schickt jetzt hier 3 Dropships los. Mal schauen, wie die einschlagen. Es gab jetzt einen Scan. Von wem? Es gab schon mal einen Scan hier rein, genau. Da wurde das dritte CC damit auch gesehen. Wir schauen mal, hier weiß er nichts von. Doch, er weiß wenigstens, dass die Echse steht. Aber gut, das kann er sich auch denken. Ansonsten hat er hier sehr schön gesehen, was alles gebaut wird. Auf der anderen Seite weiß Quelle nicht ganz so viel, oder? Ah, doch, auch ziemlich. Weiß schon gut Bescheid. Da kommt die dritte allerdings jetzt hier an, der Natural, und hier patrouilliert ein Viking. Da muss jetzt aufpassen, die 3 Medivacs fliegen jetzt hier gleich rein, wollen Schaden machen. Aber hier steht ein Missile Turret und ein Viking. Tanks sollten jetzt gleich siegen, machen sie auch. Aber sehr schön hier den Tank direkt gedroppt. Der fällt allerdings und das heißt, Quaden kann hier jetzt wieder guten Schaden machen. Der Viking ist gelandet, versucht jetzt hier die Panzer rauszunehmen, hat sich dann auf halbem Weg doch anders entschieden, ist einfach weggerannt, um zu sterben. Das war nicht so schlau. Jetzt soll es hier gleich drauf gehen mit allen SCVs, so wie es aussieht. Und allen Marines mit Stim. Stim ist immerhin da, beide Geschütztürme wurden gesetzt, die Panzer werden eingegangen, Panzer fallen. Medivacs fallen auch, 2 Medivacs sind gefallen. Ich denke, damit hat hier Sugar das auf jeden Fall geklärt und der hat allerdings mehr verloren. Dritte ist auch nicht fertig geworden. Auf der anderen Seite sehen wir allerdings, dass die dritte fertig ist, allerdings noch kein Orbital ist. Das verpasst er hier gerade ein bisschen. Sehr wichtig, dass er das baut. Genau, da kommt es jetzt dazu. Wir haben einen Panzer wieder im Bau. Wir haben viele Marines. Es soll weitere Kasernen geben und ein Upgrade, ein Maschinendock hier für weitere Upgrades. Wir haben 1-0 im Bau hier, 1-0 im Bau auf der anderen Seite. Combat-Shields sind auch beide soweit. Und Panzer und Medivacs werden immer weiter gebaut. Wir sehen hier, supply-mäßig sind beide ausgeglichen. Cavalian hat jetzt inzwischen mehr Worker, weil er da doch einige gekillt hat bei seinem Push hier, bei seinem Drop. 15 Arbeiter hat er insgesamt getötet. Das ist schon ganz lohnenswert gewesen. Sugar rennt jetzt hier aus Versehen wahrscheinlich mit 2 Marines rüber. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn diese 2 Marines werden nicht viel Schaden machen hier gegen die Armee. Ich denke nicht, dass es beabsichtigt war. Merkwürdig. Oder möchte hier einfach nach der dritten scouten? Da es nicht mal mit Arm-Move war, tippe ich mal darauf. Okay, der eine Marine wird jetzt auch gefunden und soll jetzt hier rausgenommen werden. Vielleicht war es doch bewusst gesetzt, um hier... Ja, bei Quaden macht das Gleiche. Also scheint das... doch einen Sinn zu haben. Ich verstehe noch nicht so ganz. Wahrscheinlich will er einfach sich einen Scan sparen und schauen, ob die Echse steht. Aber warum er jetzt nochmal 3 reinschickt? Ja, okay, jetzt schickt er sie doch zurück. Sehr merkwürdig.
Wir haben auf jeden Fall das 2er Tech Upgrade, was hier jetzt dazukommen soll. Sowie das 1er Panzerungs-Upgrade und das 1er Upgrade für die Bodenfahrzeuge, in diesem Fall halt für die Tanks. Jetzt soll es aber rübergehen hier mit allem. Alle Tanks befinden sich in den Medivacs. 3 Tanks haben wir hier, ein Medivac ist leer. Sim ist natürlich durch 1-0 und damit schauen wir jetzt mal, was denn da so geht. Hier war ein Marine, der hat das Ganze gescoutet. Hier sollen jetzt auch Tanks eingeladen werden. Wir haben hier mehr Tanks auf der Seite. Insgesamt 5-3. Und ja, die Marine-Anzahl ist auch nicht gerade gering. Und das hat jetzt Kavane auch mit seinem Scan gesehen. Und zieht sich deshalb zurück. Sagt sich, das bringt mir nichts. Ich habe wenigstens eine dritte, die gut läuft. Denn sie läuft besser als bei seinen Kontrahenten. Wir sehen sie im Income. Er ist hinten. Okay, weil so viele Mules hier gerade da sind. Das verfälscht natürlich das Ergebnis etwas. Aber ich denke, wenn jetzt die Mules gleich ausgeglichen sind, 3-3, dann sollte hier das Income von Kavane doch eigentlich besser sein. Naja, aber ihr seht, sie hat weniger Worker. Genau, jetzt sollte sich das Ganze umkehren hier. Dafür ist das Gas-Income allerdings bei Kavane auch deutlich besser. Er scheint mehr Worker im Gas zu haben. Wahrscheinlich hat er hier, genau, er hat die beiden Gasgesiere auch noch besetzt. Soll jetzt hier weiter drauf gehen. Okay, hat hier gescannt. Die ganze Armee deshalb wieder gesehen. 1-0 immer noch bei beiden. Aber das 2er Attack-Upgrade kommt hier jetzt nur noch auf Seiten von Kavane. Hat das Sugar schon? Nein. Das heißt, Sugar hat gleich auf jeden Fall einen Upgrade-Nachteil. Das ist nie gut. Zumal er auch einen Upgrade-Nachteil bei den Panzern hat. Und ich glaube, der ist relativ entscheidend hier im TVT. Ein Marine scoutet hier immer sehr schön die Sachen alle ab. Jetzt ist die Frage, hat er hier auf dem Schirm, das ist... das gedroppt wird. Hier fehlt leider Medivac. Wenn er hier die einladen würde, wäre das besser. Wie er willkürlich hier überall rumscannt. Hier sind allerdings jetzt viele Missile-Turrets. Schauen, ob er hier Medivacs verliert, bevor sie ausladen können. Hat auf jeden Fall hier jetzt alles in Position gebracht. Aber hier sind mehr Panzer auf Seiten von Sugar und der hat hier ganz viele Marines rausgenommen. Das ist nicht so erfolgreich. Währenddessen geht es hier allerdings in der Natural drauf. Wir schauen da mal drauf, wie viele Worker da gefallen sind. Nochmal 8 Stück nach den 15, die schon vorher down gegangen sind. Trotzdem sollte hier Resource Lost sich, ist doch noch, hat sich bei diesem Fight hier doch relativ ausgeglichen. Ich denke, dieses Medivac hat Glück, dass es noch überlebt hat. Hier stehen halt noch ein paar Marines. Wenn da noch ein Medivac wäre, könnte er noch sehr schön parallel in die Main droppen. Aber da war halt die Anzahl der Medivacs zu gering. Wir sehen jetzt hier im Supply ist Kavane jetzt deutlich vorne. Worker Supply auch noch, aber Army Supply vor allem. Und er hat die vierte hier gesetzt. Da soll eine Planetary dazukommen. Die vierte ist noch gar nicht im Bau bei Seiten von Sugar. Hier kommt jetzt wieder, kommt der Drop wieder rein mit dem Medivac, was hier ziemlich angeschlagen war. Und hier nochmal ein paar Worker raus. Insgesamt 3 nochmal. Ah, und das Medivac fällt. Das ist ärgerlich. Ansonsten war das echt erfolgreich. Hier lädt er jetzt schon wieder alles ein. Er steht hier echt darauf, mit Drops möglichst viel Schaden zu machen. 3 Marines konnten hier leider nicht mehr rein. Ist eigentlich auch sehr schön, wie hier Sugar das Ganze sich abgesichert hat. Er weiß zumindest, wo sich die Einheiten immer befinden. Da sollte er nicht drauf gehen. Nicht reinboosten über gestimmte Marines. Das ist nie gut. Die Marines wollen jetzt aber hier schnell das Ganze abgreifen. Oh, und das ist gefährlich. Ein Panzer im Medivac ging schon mal down. Da sind schon mal sehr viele Mineralien, die verloren gegangen sind. Aber jetzt ist Sugar hier out of position. Kavane kann in die Main droppen. Der Raven sollte schnell down gehen, genau. Und jetzt sind hier die Panzer zwar gesieged, aber das sind zu wenig. Vor allen Dingen sind die Marines alle noch unten an der Ramp. Oh, das ist aber eine blöde Position jetzt für Kavane, denn da schießen die Panzer von unten drauf, während seine Panzer kaum drauf schießen. Das sieht so aus, als könnte Sugar hier das Ganze nochmal klären. Die Frage ist, wie viele Medivacs stehen hier noch, die auch noch down gehen werden? Es sind viele. Und ja, er hat allerdings immer noch einen einigermaßen akzeptablen Vorteil, denn wir sehen hier auch in der Natural geht es wieder drauf. Ein paar Marines haben sich hier auch noch reingerettet, beziehungsweise einer. Und hier an der dritten auch nochmal Schaden gemacht. Und das reicht scheinbar aus, denn wir sehen hier insgesamt sind nochmal hier, ja, eine ganze Eco-Line ist nochmal draufgegangen. Das hat dann wahrscheinlich den Ausschlag gegeben. Außerdem war Kavane ja immer vorne, das ganze Spiel über. Und ja, damit hat Kavane das Spiel für sich entschieden, dieses TVT. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ich schaue euch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.